bin nicht lang Aquarianer und habe schnell gemerkt, dass deine Streams mehr Wert bieten wie eine Beratung bei Fressnapf und Co. Ein so teures und empfindliches Hobby sind 1,99 pro Monat vollkommen wert. Ja, dankeschön. Dankeschön. Ja, das sehe ich ja eigentlich genauso. Ne? Die andere Sache, das darf ich, oder ist natürlich kein besonders, sag mal, wenn man da für sich selbst so Werbung macht, kommt nicht immer gut an. Naja, aber das sehe ich im Prinzip ganz genauso. Ne? Ja, und im Prinzip, eigentlich, wenn man das auf den Punkt bringen will, ja, ist das ja 1,99 im Monat dafür eigentlich ein lächerlicher Beitrag. Ja, dadurch, dass ich eigentlich auch immer verfügbar bin, oder zumindest während der Streams, und auch den Discord zusätzlich anbiete. Ja. Also von daher, ich denke mal, das hier schon. Und an der Stelle kann ich mich auch nur ganz, ganz herzlich bei allen meinen Moderatoren, sowohl hier auf YouTube als auch im Discord-Channel bedanken, für die manchmal gar nicht so leichte Aufgabe. Na, also da sind schon Leute dran verzweifelt, ja, dass hier also möglichst auch man möglichst nicht seinen Stimmungen unbedingt freien Lauf lassen darf. Ja, weil ich möchte einfach nicht, dass hier irgendwo Leute bei mir im Discord da angeblubbert, angemosert werden, nur weil sie schon die 100. gleiche Frage gestellt haben oder sich beraten lassen und sich verhalten, als hätten sie nie die Frage gestellt. Ja, sowas ist natürlich schon ziemlich frustrierend, ja. Wenn sowas immer wieder passiert und dann eben bei bestimmten Leuten halt dauernd passiert. Ja, also solche Beispiele haben wir also schon mehrere im Discord-Channel gehabt. Ja, Leute, die einfach nur fragen und fragen, fragen dir den Loch im Bauch. Ja, du beschäftigst dich mit diesen Leuten also mehr und mehr und mehr und mehr und die halten dich den ganzen Tag und die ganze Zeit auf Trab. Ja, und dann im nächsten Moment hörst du, die haben mal völlig anders gemacht, ne? Ja, da denkst du auch, bin ich eigentlich hier derjenige, der ein Problem hat oder wer hat hier ein Problem? Ja, also wenn ich nicht wissen will, was mir ja da jemand sagt, ja, dann mache ich da entweder eine Stellungnahme oder ich sage, okay, dann höre ich mich doch lieber woanders um. Aber die Leute, die sich die Mühe machen, ja, und da versuchen, nett und freundlich im Discord-Channel alle Fragen zu beantworten und keinen da dumm anzublubbern und hau erstmal deine Wasserwerte raus und ist doch alles scheiße, was du machst. Und ja, das wollen wir hier bei uns nicht. Ja, wir wollen halt einen netten Umgangston und dass jeder sich auch wohlfühlt bei uns im Discord-Channel und eben nicht wie es in den weitaus meisten Foren und Gruppierungen, Gruppen, ja, WhatsApp-Gruppen, Facebook-Gruppen, ja, was da für Töne an den Tag gelegt werden, das ist manchmal Hanebüchen. Ja, und das wollen wir einfach nicht. Ja. Ja, aber dann kann ich durchaus verstehen, dass der eine oder andere sagt, ja, was mache ich hier eigentlich? Ja, ich rede und rede und rede und rede. Red mir den Mund fuselig und habe nichts erreicht und fühle mich da echt verarscht. Ja? Kann ich absolut nachvollziehen. Ne? Und dann, das ist gar nicht so leicht, mit sowas klarzukommen. Ne? Ich meine, zum Glück haben wir auch da im Discord-Channel den Mod-Bereich, ja, wo auch sich die Mods untereinander natürlich auch austauschen. Ja, und auch über die Probleme der einzelnen Leute, die nachfragen, diskutieren, wie man da am besten vorgeht und. Natürlich hört man dann auch immer wieder, was da von der Seite kommt, das ertrage ich einfach nicht mehr. Ja, und ich sag mal, der Bernd,
Der Aqua Berni, der hat sich ja aus dem Grunde hier auch zurückgezogen damals, weil er da so mit Herzblut in der Geschichte drin war, dass er das, diese Ignoranz von manchen Leuten einfach nicht mehr ertragen hat. Ne? Ja, und wie gesagt, das kann ich absolut nachvollziehen. Ne? Wenn ich nicht quasi in meiner beruflichen Laufbahn, also im Prinzip ständig mit diesem Problem konfrontiert war. Ja, ich meine, im Einzelhandel, da wirst du ja auch ständig gefragt und gefragt und gefragt. Ja, und wenn man da nicht so wie die meisten hingeht und jedem gleich irgendwas aufquatschen will, sondern versucht, eine vernünftige Beratung zu machen, und dann kommt der Kunde, dem du da eine vernünftige Beratung verpasst hast, kommt ein paar Tage später wieder und erzählt dir, was er denn alles Neues gekauft hat. Ja, wo du, und du hast die Sachen zwar auch im Laden, hättest sie auch verkaufen können, ne, aber wo du gesagt hast, pass mal auf, wenn du so und so machst, kommst du da viel besser mit klar. Ja, dann denkst du auch, bin ich eigentlich blöd? Ja, ich hätte den Umsatz genauso machen können, indem ich dem oder derjenigen den Mist aufgequatscht habe. Ja, ich sag mal, ich hatte einen Extremfall, da habe ich auch schon mal erzählt, ne, von meinem Elektrokunden, ja, der hatte einen Elektrofachhandel und wollte ein Meerwasserbecken haben und das wollte der immer so in jedem Raum hinter sich herziehen, wo er sich gerade befand, ja. Der hatte auch in jedem Raum, hatte der einen laufenden Fernseher, der wollte also immer informiert sein, der musste immer alles dabei haben. Und dem habe ich auch gesagt, so und so, das und das, ne, das brauchen wir, das machen wir. Ne, und weil du, ja, weil du also auch Zugang zum Elektro-Großhandel hast, verzichte ich darauf, dir HQI-Lampen aufzuschwatzen oder zu verkaufen, weil die kannst du halt günstiger über deinen Elektro-Großhandel kaufen. Ja, und das habe ich ihm auch so erklärt und habe dann am gleichen Tag nachmittags kam dieser Kunde zu mir und hat mir erzählt, ja, ich habe bei dem und dem Laden habe ich die und die HQI-Lampen bestellt. Da habe ich ihn angeguckt. Ich sage, raus, raus, den habe ich rausgeschmissen. Der kam. Oder beziehungsweise der hat mich ganz verdutzt angeguckt, meinte, sowas habe ich noch nie erlebt. Habe ich noch nie erlebt. Ja, der war ganz platt, dass ihn einer rausschmeißt. Er, Kunde, König, Kunde, den schmeißt einer raus. Und ist dann gegangen, kam aber eine Stunde später wieder und sagte, ja, ich habe nochmal drüber nachgedacht. Die haben absolut recht. Ich war gerade in einem anderen Geschäft, habe die wieder abbestellt und jetzt bestellen sie mir die bitte. Geht doch, ja. Na? Wenn er denn partout eine bestimmte Lampe haben wollte, die er nicht über seinen Elektro-Großhandel beziehen kann, die kann ich ihm genauso besorgen als Händler, ja. Die muss er nicht bei meiner Konkurrenz kaufen. Ne? Der hat begriffen. Jo, der hat mich rausgeschmissen, weil ich ihn verarscht habe. Ja. Gut, kann auch nach hinten losgehen, ne? Dass der Kunde halt nicht wiedergekommen wäre. Okay, hätte mich ein paar Tausender Umsatz gekostet, weil dann hätte er den Rest natürlich auch nicht gekauft. Ja, weil zumal ich ihm ja sowieso gesagt habe, also ein Aquarium, was du hinter dir herziehst in der Größendimension, ja, ich weiß nicht mehr, ob das um die 1000 Liter oder 1400 Liter oder was, ich weiß nicht mehr, das funktioniert so nicht. Ne? Ja, ich musste da schon ordentlich mit Engelszungen reden bei dem, weil der hatte eben Vorstellungen, die einfach sinnvollerweise nicht umsetzbar waren. Klar, es geht alles, ja, man kann auch quasi diesen Anrollschwung, der dafür sorgen würde,
dass das Becken einmal Schawapp macht und dann halb leer ist. Das kann man natürlich mit Schrittmotoren, die also erstmal so einen Anruck verhindern, könnte man, ne? Also technisch wäre alles möglich, ja. Ich meine, man kann ja auch auf Schiffen kann man auch Aquarien einbauen, ne? Und obwohl halt manchmal solche Wellen sind, es geht alles, ne? Es lässt sich alles umsetzen, ne? Ist halt alles nur eine Frage der Lust, ne? Ja, ja, aber also es gibt halt Dinge, kann man nicht nachvollziehen, die kann man einfach nicht verstehen. Ja, du gibst dir mit den Leuten wirklich Mühe. Und was passiert? Ja, die denken entweder nicht drüber nach oder ist denen einfach völlig Schnurz. Ja, die wollen einfach eine kostenlose Leistung in Anspruch nehmen, weil eine Beratung im Geschäft kostet ja auch nichts. Eine Beratung in irgendwelchen Foren oder Gruppen kostet ja auch nichts. Na, wenn ich den Leuten dann vor den Kopf stoße, indem ich sage, juck, ich habe dankend eure Bemühungen in Anspruch genommen, aber ich hab's einfach anders gemacht. Ne? Ja, klar, es steht jedem natürlich frei, das umzusetzen. Ja, aber dann könnte man zumindest der Fairness halber sagen, okay, dann kann man sagen, so, ich habe das jetzt so und so gemacht, aus den und den Gründen. Ja? Ja, und dann einfach sagen, okay, ihr habt euch zwar die Mühe gemacht, aber ich sehe das unter Umständen anders. Ja? Da hat auch keiner was gegen. Ja? Aber wenn da immer wieder gar nichts kommt und einfach nur irgendeine Information, ja, ich habe es anders gemacht, ja? Leg mir am Arsch. Ja? Du Idiot, du hast dich stundenlang mit mir beschäftigt, hast deine Freizeit, unbezahlte Freizeit dafür geopfert, mir hier eine möglichst umfassende Beratung zu verpassen. Ja, aber das ignoriere ich doch einfach. Ich bin doch einfach ein Arschloch, weil ich nehme diese Informationen zwar an und habe wahrscheinlich auch was draus gelernt, aber ich halte es noch nicht mal für nötig, dir Bescheid zu sagen, warum ich deine Informationen nicht für die richtige halte, oder? Na, ich denke mal, das sollte ja zumindest das Mindeste sein, was man dann in solchen Fällen macht, ne? Und nicht einfach hingehen und sagen, ja, ich habe mir das jetzt woanders gekauft. Ne? Ja, da kann man im Grunde ja eigentlich nur sagen, weißt du, dann bist du mir auch einfach shit egal, ne? Mach dein Ding und du legst ja offensichtlich keinen Wert auf meine Meinung und dann musst du halt auch damit leben, dass wenn du es anders machst, ne? Ja, ist halt so, ne? Muss man auch mal von der Seite sehen, ne? Ja, das sind alles, auch Zeit kostet Geld, ne? Auch wenn diese Zeit ja in vielen Fällen einfach kostenlos angeboten wird. Ja, ich meine, gut, damit mir sowas eigentlich nicht mehr so häufig passiert, ist es eben so, dass ich eben diese Beratungsleistung mittlerweile auch kostenpflichtig anbiete. Ja? Ja, damit derjenige, der das bucht, auch eine gewisse Wertschöpfung erkennt. Ja? Dass er eben, dass diejenigen, die diese Leistung buchen, von vornherein wissen, da gibt sich jemand Mühe, steckt sein Wissen, seine Energie in meine Information, die ich ja bewusst abfrage. Es hat ja einen Grund, warum ich mich als Kunde an diese Person wende. Ja, das ist ja nicht so, dass man das einfach macht, weil ich will einfach eine zweite Meinung einholen. Was ist mir shit egal? Ne? Hauptsache ist umsonst. Ne? Ja, und so ist das eben nicht mehr. Das möchte ich heute nicht mehr. Ne? Deswegen ist das so, dass ich diese Leistung heute in erster Linie kostenpflichtig anbiete. Klar, ich meine, wenn mich mal jemand anruft oder sagt, okay, ja, ich bin da auch nicht, ich gucke da auch nicht auf die Uhr, ja. Wenn aus der Stunde, die gebucht wurde, auch mal auch anderthalb Stunden werden oder auch mal zwei, ja, oder auch noch mehr, da gucke ich nicht auf die Uhr, ne? Aber zumindest ist da eine Zahlung geflossen, ja, die zumindest im Kopf
einen Wert darstellt, ja, und damit, dass meine Leistung auch quasi anerkannt wird. Ja. Es ist im Grunde auch nur eine Anerkennung. Ja, wenn ich mir damals, wenn ich mir überlege, damals vor, ja, mittlerweile schon fast 30 Jahren, hat unser Papageienfacharzt, der extra aus München zu uns kam, ja, der hat unsere Tiere betreut, hat die Papageien unserer Kunden betreut und der hat dann hier auch übernachtet, hat dann halt auch quasi seine mobile Praxis bei uns in unseren Geschäftsräumen aufgebaut. Wir haben ihn versorgt, wir haben seine Kunden versorgt, wir haben Strom parat gestellt, war ja immer am Wochenende. Da war die Bude natürlich an, da waren natürlich auch die Aquarien beleuchtet. Ja, das kostet natürlich alles Geld, ja. Und dieser gute Mann, dieser Tierarzt, mit dem sind wir dann, den haben wir dann auch abends schon mal zum Essen eingeladen oder was auch immer. Ja, und dann unterhält man sich ja mit einem Papageientierarzt. Worüber unterhält man sich denn? Natürlich über Kois oder Autos. Nein, man unterhält sich natürlich über die Bereiche, mit denen man zusammengekommen ist. Ja, in dem Fall halt unterhält man sich natürlich über Papageien. Und dann besaß dieser Mensch die Frechheit, da war ich im Krankenhaus, meine Ex-Frau, ich hatte mir eine Lebensmittelvergiftung eingefangen und war in Quarantäne im Krankenhaus. Und meine Ex-Frau hat den Tierarzt zum Essen eingeladen. Und dann kam sie am nächsten Tag mich besuchen im Krankenhaus und sagte, ja, der Tierarzt hat mir eine Rechnung geschrieben über mehr als 200 D-Mark damals. Ja, 200 D-Mark, mehr als 200 D-Mark. Und ich habe ihn zum Essen eingeladen. Und da bin ich vom Bett aus, bin ich hochgesprungen und habe unter der Decke geklebt und habe gesagt, wie bitte? Dieser Mensch besitzt die Frechheit und wir bewirten ihn. Wir stellen ihm unsere Räumlichkeiten zur Verfügung. Wir stellen die Energie zur Verfügung. Wir bewirten seine Kunden und ihn natürlich. Und der wagt es, eine Rechnung zu stellen, nur weil er sich beim Essen, weil man sich mit ihm beim Essen über Aquarien, über Papageien unterhält. Ja, das fand ich natürlich unverschämt. Das fand ich absolut unverschämt. Und da habe ich gesagt, rede du mit ihm, sonst tue ich das. Und wenn ich das tue, war der letzte Mal hier. Ja, das macht er mit mir nicht noch einmal. Ganz sicher nicht. Ja, und auch das sind so Dinge, ja, wenn ich, also null, ich weiß gar nicht, ob bei uns damals überhaupt bei der Behandlung unserer eigenen Tiere überhaupt entgegengekommen ist finanziell. Ich kann sein, dass er ein paar Prozente runtergelassen hatte, ja, aber wie gesagt, ja, dadurch haben wir ihm auch unsere Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Ja, und wenn er dann halt Kunden oder wenn wir für ihn auch noch Kunden eingeladen haben, seine, ja, Patienten, ja, und die bewirten und die Räumlichkeiten und den Strom und alles andere, ja, da kommst du mit 200 Euro am Wochenende nicht aus, ne? Mit der Versorgung mal, wir waren ja auch den ganzen Tag da, ja, und auch, also nicht nur wir beide, sondern auch die Schwiegereltern waren da. Und ja, du musst ja natürlich auch ein bisschen die Hütte im Auge behalten. Ne? Das waren ja mal eben 800 Quadratmeter, die da kannst du nicht jeden rumlaufen lassen, ohne dass man ein klein bisschen Auge drauf hält. Ja, und natürlich, wie gesagt, da über 200 Aquarien beleuchtet und. Ne? Ja, so geht das dann. Ne? Sowas. Ja, da denkt irgendeiner einfach nicht nach, was er da tut. Ja, der meint einfach, so, ich schreibe mal eine Rechnung, ne? Meine Leistung. Ne? Auch wenn wir uns nur locker unterhalten haben, ne? Da ging es um keine echten fachlichen Fragen, sondern halt
Erfahrungsaustausch und, ne? Einfach ein lockeres Gespräch über Papageien. Und dann schreibt er eine Fachberatungsrechnung. Über eine Stunde, über 200 Euro. Und wie gesagt, das ist knapp 30 Jahre her. Ne? Also ich weiß nicht, was er heute schreiben würde. 300 Euro die Stunde oder der weiß, was man nimmt. Ja? Der weiß, was man nimmt. Nee, da war ich fertig damals. Da wollte ich eigentlich so aus dem Krankenhaus raus und dem ins Gesicht springen.